Meine Damen und Herren, ich bin bewegt, ich bin beglückt, ich bin dankbar. Es drängt mich, Ihnen, sehr geehrter Herr Schader, verehrte Frau Schader, zu danken, dass Sie diesen Preis gestiftet haben, dass Sie diesen Preis dem Dialog zwischen Gesellschaftswissenschaften und Gesellschaftspraxis gewidmet haben, dass Sie in diesen Dialog die Rechtswissenschaft einbezogen haben, die sich daran messen lassen muss, ob sie sich immer wieder bemüht, die Bedingungen unserer Gesellschaft, unserer Kultur, unserer Wirtschaft, unseres Staates zu verbessern. Wenn wir dieses Anliegen aus den Augen verlieren würden, hätten wir unseren Auftrag verfehlt. Ich bedanke mich bei der Jury, dem Vorsitzenden, Herrn Professor Leonhardt, dass Sie nach Heidelberg geblickt haben, mal gehört haben, was dort in der Universität gesprochen wird, dass Sie mal in Karlsruhe an den mündlichen Verhandlungen zugehört haben, dass Sie den deutschen, den europäischen, den weltweiten Diskurs des Staatsrechts, des Europarechts, des Völkerrechts aufgenommen haben. Ich betone das sehr, weil ich natürlich weiß, dass das, was hier geehrt wird, den Hintergrund dieser Institutionen hat. Sonst wäre es so nicht möglich gewesen. Ich danke dem Laudator, lieber Herr Isensee. Ein Feuerwerk von Raketen, das auf uns niedergeprasselt ist, den Saal erhellt hat, auch ein wenig mich erreicht hat. Ich höre daraus die freundschaftliche Verbundenheit. Wir arbeiten seit mehr als einem Vierteljahrhundert zusammen im Handbuch des Staatsrechts. Jedes Jahr ein dicker Band mit 1500 Seiten. Wir sprechen darüber, welche Fragen, neue Fragen stellt unsere Gegenwart an das alte Verfassungsrecht. Wir denken darüber nach, wer kann sie beantworten und wer nicht. Und ich sehe, er malt einen Holzschnitt und ein guter Maler konturiert den Gemalten schöner, als er ist. All das ist wunderbar. Ich sage Dank, Herr von Radim, für Ihre persönliche Begrüßung. Ich bedanke mich, Herr Oberbürgermeister Part, für das freundschaftliche Streitangebot. Wir werden miteinander streiten, nicht um der Antithese willen, sondern um ein besseres Ergebnis zu finden. Vielleicht, wir sollten es in der Tat tun, sind wir beide danach klüger. Und das wäre ja ein ganz großer Gewinn eines solchen Streites. Ich bedanke mich, Frau Staatssekretärin, Frau Kollegin Hölscher. Ich bin glücklich, dass Sie hier sind. Ich bin glücklich, dass Sie schon früh meine Versuche beobachtet haben. Und ich verbinde damit die gute Zuversicht, dass Sie der Landesregierung vermitteln, dass sich hier etwas Bedeutendes getan hat, das auf die Reform des Steuerrechts drängt. Ich nehme dieses Dialogangebot heute auf und möchte versuchen, in vier kurzen Stichworten auf einige Anliegen der Gesellschaftswissenschaften hinzuweisen, bei denen das Recht eine Antwort geben kann. Das erste ist das Sprechen, die Sprache. Dieser Staat hat das Ideal, dass alle Konflikte in Sprache gelöst werden. Es gibt kein Faustrecht, es gibt keine Gewalt, es gibt keinen Krieg. Und wenn wir einmal auf den Text unserer Verfassung genau hören, dann merken wir, dass das Setzen und Durchsetzen von Recht ein Sprechvorgang ist. Das Organ ist das Parlament, in dem parliert wird. Nach öffentlicher Debatte gibt der Abgeordnete seine Stimme ab. Der Bundesrat stimmt zu. Oder er sucht den Einspruch. Der Wortlaut des Gesetzes wird verkündet. Und wenn der Gesetzgeber gesprochen hat, er hat sein Ergebnis publiziert im Bundesgesetzblatt, können wir ihn nicht mehr fragen. Der Gesetzgeber ist jetzt sprachlos. Aber wir haben ein eigenes Organ, die Rechtsprechung, die dafür da ist, mit dem Bürger zu sprechen, wenn dieser mit dem Recht unzufrieden ist.
Und deswegen erhebt der Bürger Klage. Und wenn ihm das Urteil nicht gefällt, geht er in Berufung. Er ruft den nächsten Spruchkörper an. Und der Richter entscheidet über Anspruch und Freispruch und wenn das Gesetz zu kurz greift, über entsprechende Anwendung. Alles ist auf Sprache. Und die besondere Sprechsituation des Richters, das habe ich 12 Jahre erlebt, ist nun die, er spricht nicht über sich und seine Angelegenheiten, dann wäre er befangen. Wenn es um ihn selber ginge, dürfte er nicht sprechen. Sie könnte nicht in der mündlichen Verhandlung die Partei fragen, wie war es denn gestern in der Oper? Oder was denken Sie über die Sportergebnisse vom Sonntag? Nein, es geht nur um die Rechtsanliegen der Betroffenen. Und dann haben wir ein wunderbares Instrument, das rechtliche Gehör. Ich frage erst, wie der Antragsteller denkt, seine Tatsachensicht, seine Rechtsauffassung. Und wenn er gut vertreten ist, sage ich, jawohl, so könnte das sein. Und dann frage ich den Antragsgegner, seine Tatsachensicht, sein Rechtsverständnis. Und wenn er gut vertreten ist, jawohl, so könnte es sein. Und dann dämmert es dem Richter, dass aber nicht beide Recht haben können. Und er dann in diesem breiten Spektrum dessen, was gedacht werden kann, was in Sprache begriffen werden kann, irgendwo die Lösung zu suchen ist. Ich war zuständig in Karlsruhe für Europarecht und Völkerrecht, für Finanz- und Steuerrecht. Sie haben einiges gehört von den Fragen, die uns dort bewegt haben. Ich darf Ihnen ein Beispiel vortragen. Ich war zuständig für Völkerrecht und die Wiedervereinigung Deutschlands war 1989-90 ein Thema des Völkerrechts, weil zwei Staaten einen Vertrag gemacht haben. Den Einigungsvertrag. Und dann ging es um die Frage, ob dieser Staat im Vertrag mit einem anderen Staat seine eigene Verfassung ändern kann. Und der Antragsteller sagt, es ist schlechthin unmöglich. Verfassungsgebung ist Sache der Demokratie, des Staatsvolkes. Das Staatsvolk ist die verfassungsgebende Gewalt. Da kann doch kein Zweifel sein. Und die andere Seite sagt, wollt ihr euch mit euren Theorien dagegen stemmen, dass in der nächsten Woche die Wiedervereinigung sich ereignet? Der Antrag kam Freitagabend. Das Urteil musste am Montag gefällt werden, weil am Dienstag die dritte Lesung des Einigungsvertrages im Bundestag stattfindet. Und da sitzt der Richter und denkt über den einen nach und sagt, der hat recht. Staatsvolk ist die verfassungsgebende Gewalt. Und er denkt über den anderen nach. Wollt ihr 8 Richter riskieren, dass in dieser historisch einmaligen Situation die Wiedervereinigung aufgehalten wird? Kann nicht passieren. Und dann kam der Gedanke, wir sagen, es geht nicht, dass man die Verfassung durch Vereinbarung mit einem fremden Staat ändert, aber es ist möglich, dass diese Verfassung, die uns zur Wiedervereinigung beauftragt, einen Vertrag erlaubt, der just dieses Verfassungsziel in einer einmaligen Situation herstellt. Und das haben wir in Artikel 23 und just der wurde im Vertrag aufgehoben und so haben wir keinen Präzedenzfall. Ich denke oft an diese Entscheidung, wenn jetzt der Fiskalvertrag die 17 Mitgliedstaaten veranlasst, ihre Verfassung zu ändern. Oder ich denke an Fragen, wo wir mit dem Bürger gesprochen haben, nicht um ein Urteil zu fällen, um einen Verstehenshorizont für den Bürger zu erschließen. Da war ein General der ehemaligen NVA und er kam ins Gericht in der vollen Montur der NVA, die man damals nach neuem Recht nicht tragen durfte. Und er kam in das Gericht und er sagte uns, er wollte überhaupt kein Urteil haben, er wollte uns nur etwas sagen, mit uns sprechen. Er sagte uns, ich habe in dieser Uniform in Nordkorea für meine Heimat Leib und Leben riskiert. Da haben wir uns zurückgezogen, haben ihm unseren Respekt bekundet. Wir haben seine Auffassung nicht geteilt, aber wir haben hohen Respekt bekundet. Und es kam eine Frau, deren Mann vor einigen Jahren, er war ein regimekritischer Sänger von der DDR, nach Westdeutschland verwiesen worden ist
Und er wurde gleichzeitig, obwohl er seiner Frau sehr zugetan hat, von dieser Frau zwangsgeschieden, damit man ihm sein Vermögen verstrecken konnte. Der Mann ist in Westdeutschland, hat nicht die Hoffnung, seine Frau in diesem Leben noch mal zu sehen. Er heiratet wieder, bekommt 3 Kinder. Und jetzt kommt die Wiedervereinigung Deutschlands. Und jetzt kommt die erste Frau zu uns und sagt, wir sollen feststellen, dass die Zwangsscheidung menschenrechtswidrig und nichtig ist. Sie ist menschenrechtswidrig, kein Problem. Aber wenn sie nichtig ist, lebt der Mann in Bigamie. Nicht? Er hat 2 Ehen. Nicht? Diese Frage ist juristisch nicht lösbar. Ich habe mit den Beteiligten gesprochen. Ich habe den Mann gefragt, wohin neigen Sie denn? Und er sagt zu beiden. Er sagt ehrlich zu beiden. Und wir haben eine Lösung gefunden, die darauf basierte, dass alle Beteiligten sagten, es ist schon schön, wenn wir täglich miteinander sprechen und essen können. Wenn Sie diese Lösung, die ich gutheiße, am Maßstab des geltenden Rechts messen, ist die nicht möglich. Wenn Sie diese Lösung messen am Auftrag des Rechts, ist es die einzig richtige. Und wenn wir so sprechen, mein zweiter Punkt, sprechen wir unsere Muttersprache. Und diese Muttersprache besagt uns, dass die Familie unsere Wurzel ist. Weil wir existieren und wie wir existieren. Und hier müssen wir in unserer öffentlichen Debatte ein Gespräch führen, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen. Wer den Verfassungstext liest, beobachtet, dass im ganzen Grundrechtskatalog der Staat immer in Distanz gewiesen ist. Wir wollen Freiheit vom Staat. Unverletzlichkeit der Wohnung, Unantastbarkeit der Menschenwürde, ungestörte Religionsausübung. Das Wörtchen un sagt uns, bleibe passiv. Dann ist der Staat ein Freiheitlicher. Nur in 2 Punkten fordern wir den aktiven Schutz. Und das Artikel 1 bei der Menschenwürde und das Artikel 6, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Der Staat muss nicht beobachten, was geschieht, sondern er muss schützen. Und wenn wir dann in der Statistik des Weltvergleichs sehen, unter 200 Staaten dieser Erde, sind wir im Kapitalreichtum an 6. Stelle, eines der reichsten Staaten dieser Erde. Im Reichtum an Kindern sind wir auf der Position 197. Wir sind eines der ärmsten Staaten dieser Erde, wenn es um unsere Zukunftsfähigkeit geht. Und dann müssen wir die Gesellschaftswissenschaften in diesen Dialog eintreten und fragen, stimmen die Wertungen in den Bemühen um Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den Wertungen im Bemühen um das Heranwachsen des Kindes? Und ist das Heranwachsen des Kindes nicht Bedingung des Wirtschaftswachstums? Und dann... dann müssen wir elementar fragen, behutsam, freiheitsgerecht, nicht mit verbindlichen Normen, freiheitsgerecht, die jungen Menschen, ob sie ihre Ausbildungs- und Erwerbsbiografien nach den rechtlichen Vorgaben richtig organisieren. Ein Großteil der jungen Menschen steht vor der Frage der Familiengründung in den Mit-30ern. Dann, wenn die Ausbildung gelaufen ist, wenn der Beruf gelaufen ist, wenn er eine relative Sicherheit hat, dann fragt er Mitte 30, soll ich ein Kind haben? Besser wäre es, er würde das Mitte 20 fragen. Nehmen wir mal an, wir hätten nach sorgfältiger Vorbereitung und Entlastung der Lehrpläne das Abitur mit 17. Die weitere Ausbildung, sagen wir 5 Jahre, mit 22. Und dann tun die jungen Menschen freudig und beherzt das, was die Natur ihnen vorgibt. Wir hätten junge Eltern mit guten Nerven und Elan. Wir hätten Eltern, die Mitte 45 mit der Kernaufgabe der Erziehung fertig wären und deswegen Mann und Frau für Spitzenpositionen frei. Und wir könnten sagen, wer mit 25 Kinder hat und fragt dann einen Arbeitsplatz nach oder er fragt nach besseren Ausbildungsplätzen,
Der soll bevorzugt werden von Rechts wegen, weil er eine Doppelleistung erbringt. Er erbringt uns das, was wir brauchen, Kinder und Gericht. Und dann denken wir an den Generationenvertrag, das Rentenrecht. Und machen uns bewusst, dass die Eltern, herkömmlich die Mütter, aus Gleichberechtigungsgründen muss ich schnell sagen, auch die Väter, aber der Jurist nimmt die Realität so, wie sie ist, die Mütter, das Wesentliche geleistet haben für das Gelingen dieses Generationenvertrages, nämlich diesem Vertrag einen Schuldner gegeben haben. Ein Vertrag, der keinen Schuldner hat, ist nichts wert. Und unsere Kinder sollen uns mal im Alter ernähren, das wissen wir alle, nicht? Unter schwierigen Bedingungen, sie werden immer weniger, wir werden immer anspruchsvoller, die Glücke der Medizin erlaubt uns länger zu leben, da müssen wir schon etwas tun, nicht? Dass diese Balance im Generationenvertrag stimmt. Und weil die Mütter am meisten beigetragen haben zu diesem Generationenvertrag, sie haben keinen Beitrag geleistet im Sinne des Zahlens, aber sie haben das Wesentliche beigetragen, müssen sie im Rentenrecht im Grunde und der Höhe nach als Erste berechtigt sein. Und dann kriegen die Menschen eine Perspektive. Wir müssen werben für die Familie in einer Intensität mit den Finanzmitteln, mit der Fantasie, wie wir gegenwärtig für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen werben. Stellen Sie sich einmal vor, wir werden im ersten halben Jahr für Waren werben und im zweiten halben Jahr mit gleicher Intensität und schönen Menschen und strahlendem Sonnenschein für die Familie. Das Denken der Menschen wäre ein anderes. Und dann brauchen wir, ich denke an die aktuelle Diskussion, das Vertrauen in die Eltern. Wenn wir gegenwärtig diskutieren, mir wird immer beklommen dabei, ob man Müttern Geld in die Hand geben kann, weil wir nicht genau wissen, ob die Mütter dieses Geld für ihre Kinder verwenden. Dann mag es ja sein, dass 10% der Mütter das nicht können. Dann geben wir ihnen statt guter Scheine Gutscheine, einverstanden. Aber Normen machen wir nach der Normalität. Und wenn ich in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht mehr das Vertrauen haben kann, dass die Mutter für ihr Kind das Beste will, dann weiß ich nicht, wo noch Freiheitsvertrauen berechtigt ist. Wir vertrauen doch als Erstes unserer Mutter und der Mutter unserer Kinder. Und das ist die Säule unseres ganzen Systems. Und darüber müssen wir sprechen, wenn wir über Wachstum diskutieren. Mit den konkreten Konsequenzen für die jungen Menschen. Wir brauchen, mein dritter Punkt, dieses Freiheitsvertrauen. Als ich heute hierher gefahren bin im Auto über die Autobahn, habe ich überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, dass die Menschen rechts fahren und links überholen und nicht umgekehrt. Das war für mich existenziell, nicht? Dass das so ist. Aber wir wissen, das ist gut, so das geschieht. Und wenn ich morgens zum Bäcker gehe, weiß ich, er gibt mir ein Lebensmittel und nicht ein Schädigungsmittel. Das ist so. Wir vertrauen, nicht? Wir müssen vertrauen in das Geld. Sie haben ein Stück Papier hier in der Tasche. Das ist nichts wert, weniger als ein Euro. Aber wir behandeln es so wie ein Talisman. Wir meinen, wenn wir dieses wertlose Papier dem Kaufmann vorlegen, wird er uns einen Realwert von 50 Euro zurückgeben, weil drauf steht 50 Euro EZB-Unterschrift Trichet. Ein unglaublich kühnes Vertrauen, nicht? Und dieses Vertrauen setzen wir gegenwärtig mit aller Macht einem Stresstest aus, nicht? Und da sind wir geradezu risikobereit, dass man aus dem Staunen nicht mehr herauskommt, nicht? Nur ein kurzer Gedanke im Anschluss an das Maastricht-Urteil, von dem Herr Isensee berichtet hat. Stellen wir uns mal vor, wir hätten das Wort, das damals in Europa und in Karlsruhe gesprochen ist, ein verbindliches Wort beachtet. Staatsverschuldung darf nicht höher sein als 3% bei der Neuverschuldung und 60% bei der Gesamtverschuldung bezogen auf Bruttoinlandsprodukt. Hätten wir dieses Gebot beachtet, hätten wir keine Verschuldenskrise. Allein die Befolgung des Rechts hätte unsere fundamentale Krise verhindert.
Aber wir haben das Recht nicht beachtet. Wir haben es beiseite geschoben, weil wir sagen, wir wollen Wachstum und das dient der Integration und das macht die Menschen glücklich. Und jetzt sind wir in dieser dramatischen Krise. Wir brauchen wieder eine Diskussion über das Recht, insbesondere wenn wir jetzt aus dem tiefen Loch der Illegalität herauskommen wollen. Es bleibt wohl keine andere Möglichkeit, indem wir das Recht missachten. Wir produzieren mehr Geld, als die Stabilität verträgt. Der Vertrag sagt, kein Staat haftet und steht bei dem anderen, damit jeder auf sich verwiesen ist in seiner Sparsamkeit. Wir tun das Gegenteil. Der Vertrag sagt, die EZB kauft keine Staatsanleihen, gibt dem Staat kein Geld, damit der Staat am Markt merkt, dass schlechte Bonität hohe Zinsen bedeutet und er deswegen weniger Kredit nachfragt. Wir setzen all das außer Kraft. Nur eine Norm soll gelten. Der Darlehensvertrag wird erfüllt. Dieses Konzept wird nicht gelingen. Wenn wir weitermachen und überall haben wir Ruinen des Rechts, dann wird nicht eine einzelne singuläre Säule, Darlehensvertrag muss erfüllt werden, weiterhin dort stehen. Der Finanzmarkt stellt sich das so vor. Wir müssen darüber sprechen, dass das so nicht sein wird. Und dann werden wir sehr bald sehr gute Lösungen finden. Ein letztes Wort, und das wird Sie jetzt sehr überraschen, zur Steuer. Ich habe 12 Jahre in Karlsruhe das Steuerrecht betreut. Aber ein Richter kann immer nur die einzelne Frage, die der Bürger ihm stellt, entscheiden und dann ein bisschen verallgemeinern. Er kann nicht konzeptionell arbeiten. Und wenn Sie 12 Jahre merken, dieses ist kein System, das dem Ideal der Gerechtigkeit auch nur annähernd nahe kommt, dann werden Sie, wenn Sie in relativ jungen Jahren, nach 12 Jahren, so sagt es das Gesetz, geht man aus dem Gericht heraus, das Gericht verlassen und glücklicher Professor in Heidelberg sind, mit aller Kraft das tun, was Sie als Richter nicht konnten, nämlich dem Parlament einen Entwurf eines einfachen Steuerrechts zu unterbreiten, das nicht aus 33.000 Paragraphen besteht, die Sie gegenwärtig beachten müssen, sondern, Sie haben es gehört, aus 146. Das Buch liegt vor. Und jetzt geht es nur noch um einen ganz kleinen Schritt. Nämlich, das, was im Buch steht, muss ins Gesetzbuch. Und dafür kämpfen wir. Und wir müssen darüber sprechen, die wichtigste Frage in allem, ich will Sie jetzt nicht mit steuerlichen Details quälen, überhaupt nicht. Aber die Frage, warum zahlen wir Steuern? Manche sagen, weil der Staat Geld braucht. Das ist natürlich richtig, aber das ist ja nicht die Antwort auf die Gerechtigkeitsfrage. Dann könnte auch das Körpergewicht oder die Haarfarbe besteuern, bringt auch Geld, nicht? Sondern warum muss der Bürger Steuern zahlen? Er muss Steuern zahlen, etwa wenn er sein Einkommen erzielt, weil er seinen Gewerbebetrieb in Deutschland in ein Friedensgebiet stellen kann und nicht in ein Kriegsgebiet stellen muss. Da denken wir seit 60 Jahren nicht drüber nach. Das ist gut so. Aber es kostet Geld. Wir brauchen eine Armee, wir brauchen eine Polizei, wir brauchen eine Friedenspolitik. Und wer diesen Vorzug zu seinem Erfolg genutzt hat, muss zur Finanzierung dieses Systems beitragen. Und er genießt unser bürgerliches Gesetzbuch, unser Vertragsrecht, kann da seine Verträge schließen. Er hat unseren Euro, um seine Preise zu vereinbaren, seine Güter zu bewerten und Werte aufzubewahren. Er stellt gut ausgebildete Arbeitskräfte in seinem Unternehmen ein, die bei uns in Schulen und Hochschulen qualifiziert worden ist. Er begegnet Kunden, die umgehen können mit Wechsel und Scheck und Kredit und Internet. All das sind Qualifikationen unserer Hochkultur, die wollen wir erhalten, damit sie auch morgen diese Bedingungen noch vorfinden. Und deswegen müssen wir Steuern zahlen. Wir sagen nicht, du könntest verdienen, weil du einen guten Kopf hast oder weil du einen Gewerbebetrieb hast, sondern wir sagen nur, wenn du unter Nutzung dieser unserer rechtlichen, kulturellen, ökonomischen Infrastruktur erfolgreich warst, hast Gewinn oder Überschuss gemacht, dann musst du zur Finanzierung dieses Systems beitragen. Und plötzlich ist die Einkommensteuer plausibel. Und Gleiches gilt für die indirekte Steuer, die Umsatzsteuer. Damit komme ich zum Ende. Stellen Sie sich vor,
Sie haben einen 100-Euro-Schein in der Tasche und einen gewaltigen Durst. Dann wird die Kombination von Geld und Durst heute Abend hier in Darmstadt ein reines Vergnügen. Stünden Sie in der Wüste, würden Sie trotz 100-Euro-Schein verdursten. Das habe ich erlebt, als ich mich Anfang der 90er Jahre mit dem Recht der DDR und der mitteleuropäischen Staatshandelsländer auseinandersetzen musste. Da hatte man auch ein System. Aber wenn Sie Geld hatten, konnten Sie nicht deswegen kaufen, weil Sie Geld hatten, sondern Sie brauchten dreierlei. Geld, Beziehungen und Geduld. Und dann können Sie nach 9 Monaten einen Trabi kaufen. Nicht? Bei uns können Sie morgen Ihr Traumauto sich vor die Haustür stellen lassen, wenn Sie es bezahlen können. Und weil wir dieses System der offenen, vollen Schaufenster, der offenen Handelshäuser haben, sagt dieser Staat, es kostet 100+19%, damit wir dieses System auch in Zukunft noch finanzieren können. Ich glaube, auch das ist in sich plausibel, auch das ist stimmig und dafür zu streiten lohnt sich. Und wenn Sie jetzt denken, ist ein schöner Gedanke, aber setzt sich der Gedanke durch, dann sage ich Ihnen, der gute Gedanke setzt sich immer durch. Das war 1776 so in Amerika, als die Menschenrechte verkündet wurden. Da war die Mehrzahl der mächtigen Sklavenhalter. Die haben überhaupt nicht daran gedacht, aus den Sklaven, die man mieten kann, Rechtssubjekte Arbeitnehmer zu machen, mit denen man einen Arbeitsvertrag schließt. Aber der gute Gedanke war stark und hat sich durchgesetzt. Oder denken wir an den 23. Mai 1949 in Deutschland. Da hatten wir eine echte Krise. Wir haben den Krieg verloren, wir waren geächtet. Die Männer waren im Krieg gefallen oder in Gefangenschaft. Die Häuser, Fabriken waren zerstört. Die Ministerpräsidenten haben in Herrenchiemsee geschrieben, wir wissen nicht, ob wir den nächsten Winter gemeinsam überleben. Es drohte Berlin-Krise, der Dritte Weltkrieg. Und in dieser dramatischen Situation hatten unsere Großeltern Hoffnung und haben den Text des Grundgesetzes geschrieben. Und wir wissen heute, es ist das Glück unserer Gegenwart. Und denken wir an 1989, die Wiedervereinigung Deutschlands. Wenn wir ein Jahr vorher hier zusammengekommen wären und einer hätte gesagt, im nächsten Jahr fällt der Vorhang, die Mauer, hätten wir gesagt, ein Fantast, ein Theoretiker hat nichts begriffen von dieser Welt. Und dann stellen sich Menschen hin mit Kerzen und Kirchenliedern, riskieren ihr Leben, der Panzer steht daneben und der Vorhang fällt. Die Welt hat den Atem angehalten, ob das gelingt. Natürlich unter günstigen außenpolitischen Bedingungen, das verkennen wir nicht. Wir haben in unserem Verfassungsstaat kein Recht, kleinmütig zu sein. Und deswegen kämpfen wir. Deswegen setzen wir auf den Dialog. Herr Schader, die Macht des Wortes. Deswegen setzen wir auf den Versuch der Gesellschaftswissenschaften, in dem Wort etwas beizutragen. Und jetzt komme ich zum Schluss nochmal zu meinem Beispiel mit dem Trinken. Es gibt eine Möglichkeit, die haben Sie in der Wüste nicht zum Getränk und die haben Sie nicht am Markt. Wenn Sie einen Mäzen haben, der zu einem Empfang einlädt, könnte sich Glückliches ereignen. Schönen Dank.